In Vers 8 heißt es, als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht und denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000, wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Vers 11, warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten solltet? Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Also vor der Lehre sollten sie sich hüten. Und wie bezeichnet Jesus ihre Lehre, die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer, wie bezeichnet er sie als Sauerteig? Warum? Sauerteig in der Bibel wird als Symbol für Verschiedenes verwendet. Sauerteig wird hier eben für Irrlehre verwendet. Und Sauerteig wird oftmals für Sünde verwendet, für Schlechtes. Warum? Denn ein Sauerteig geht auf, nicht wahr? Er breitet sich aus. Er wird immer größer. Und Jesus nutzt auch das Beispiel, wo er Sauerteig mit dem Evangelium vergleicht oder das Evangelium mit Sauerteig vergleicht, indem er sagt, dass das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, den eine Frau nimmt und in 3 Scheffel Mehl hineinmischt, bis das Ganze durchsäuert war. Wenn man Sauerteig in Mehl hineinmischt, natürlich wird dann der ganze Teig durchsäuert durch den Sauerteig. Genauso Irrlehre verbreitet sich wie ein Virus oder wie Pilze. Ja. Sauerteig, da sind natürlich Hefepilze drin. Und genauso verbreitet sich Irrlehre, genauso verbreitet sich Sünde. Sünde breitet sich aus und steckt andere an. Irrlehre steckt andere an. Und deshalb nutzt Jesus diesen Vergleich mit dem Sauerteig. Wir sollten uns hüten vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, hüten vor Irrlehre, nicht leichtfertig damit umgehen, denn sowas kann sich schnell verbreiten. Deswegen dürfen Gemeinden nicht leichtfertig mit der Lehre umgehen. Naja, das ist nicht so wichtig oder es ist in Ordnung, wenn wir verschiedene Ansichten darüber haben, ob man seine Errettung verlieren kann oder nicht. Das ist nicht in Ordnung. Das ist Irrlehre, wenn jemand sagt, dass man seine Errettung verlieren könnte. Das ist ein falsches Evangelium und dieser Dreck wird sich rasend schnell ausbreiten in einer Gemeinde, wo denn letzten Endes die wenigsten in einer Gemeinde überhaupt gerettet sind. Und davon gibt es viele Gemeinden, besonders in Ländern wie Deutschland, die geistig ziemlich dunkel sind. Du findest Gemeinden, wo Leute gerettet sind, aber sie sind manchmal in der Minderheit. Es gibt solche Gemeinden. Irrlehre breitet sich aus, deswegen müssen wir uns hüten vor Irrlehre, deswegen müssen wir hart gegen Irrlehre predigen. Nicht ein bisschen Sauerteig zulassen, sondern Sauerteig muss rausgeworfen werden. Irrlehrer müssen rausgeworfen werden aus der Gemeinde. Und damit ist nicht zu spaßen. Also nicht irgendwie denken, wenn jemand rausgeworfen wird aus der Gemeinde, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu hart oder dem sollten wir ein bisschen Gnade geben. Nein. Wenn jemand rausgeworfen wird aus der Gemeinde, dann hat das einen Grund. Und dann sollten wir dahinter stehen. Und natürlich ist nicht Irrlehre der einzige Grund, warum jemand rausgeworfen wird aus Gemeinde. Denn was kann Sauerteig auch repräsentieren? Sünde. Das sehen wir auch in der Bibel. Und für bestimmte Sünden müssen Brüder und Schwestern rausgeworfen werden aus der Gemeinde. Für Unzucht zum Beispiel werden Christen rausgeworfen aus der Gemeinde. Spielt es keine Rolle, dass sie wiedergeboren sind. Wenn sie Unzucht begehen, raus mit dem Sauerteig. Denn diese Sünde wird andere anstecken.